Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Deck-Profile auf meinem Kanal von der Card Market Series 2019 in Dreieich zusammen mit Tim Fichte und Karl Philipp Laschke. Super, welches Deck habt ihr gespielt? Danger Thunder. Und wie weit bist du gekommen? Top 8 und dann sadly gegen Brain Macho rausgeflogen. Alles klar, gut, ich würde sagen, schauen wir uns die Liste mal an, ja. Geh mal ins Deck. Also, ganz klassisch, spielt mein 3 Levianer. Wir haben uns am besten einmal um. Achso, sorry. Wir haben uns dazu entschieden, halt noch ein zusätzliches Chaos-Monster zu ziehen, weil wenn man einen Chaos, großen Chaos-Dragon zieht, kann man über AP in Red Eyes gehen und hat dann sofort zwei Sarujas mit Draw, was halt ziemlich insane ist. Ja, ja. Denn die Karten, die wir mit AP meistens holen, brauchen wir eigentlich nicht zu sagen. Der ist ein bisschen außergewöhnlich, aber... Ja. Der macht halt sofort Saruja, was halt krank ist nach dem Seiden. Absolut. Und dann haben wir zwei Raws gespielt im Thunder-Lineup. Ja, zufrieden so? Ja, wir wussten halt, dass die Stärke vom alten Thunder-Dragon-Deck die ganzen Graveyard-Effekte sind. Und wenn man Second spielt und man muss Phoenix oder so bauen, um irgendwas zu clearen, und man hat den Raw auf der Hand, dann kann man so immer sein... mehr Plays machen und die sind auch immer wichtig zum Chainblocken. Vor allem nach dem Zeiten, wenn jeder Gamma spielt. Ja. Und die ganzen Decks sind jetzt halt nach der Ban auch alle Search-abhängiger geworden, was halt auch einen extremen Vorteil macht, wenn du mehr Thunder-Karten spielst. Mhm. Und der ist auch noch gut im Grind-Game, ja. Wenn man geentrackt hat. Ja. Dann haben wir recht viele Dragon-Extender reingepackt, weil jeder Extender, der Dragon ist, ist halt in den Deck insane, weil du kannst, wenn du auf Triple Burst und LP bist, bist du anfällig auf jede Handtrap, wenn du denn aber PST, LP und wie heißt der? Lambda hast, die kannst du halt immer um eine Handtrap rumspielen, sogar um Ghost Orger, was halt extrem wichtig ist. Ja. Deswegen haben wir halt versucht, darauf zu achten, dass jeder Extender möglichst Dragon-Type ist. Alles klar. Spielen wir Crusadias, ein bisschen mehr wie der Standardbild. Ja. Aber wir haben herausgefunden, dass so die perfekte Ratio, dass man mit 1 startet. Du willst halt auch keine 2 haben, weil okay. Es oft zu clocky ist, wenn der Gegner zum Beispiel Karten wie Crackdown spielt, was halt going second. Ja. Und es ist wichtig, dass man den mehrfach spielt, weil der Licht ist. Ja. Würdet ihr die Ratio genauso wieder spielen oder? Ja. Wir wissen es eigentlich noch nicht, aber für dieses Tournament hat es gut gefunden. Okay. Mhm. Man würde auch mehr von der spielen, wenn sie nicht Wasser wäre. Das ist das einzige Problem, weil ja. Die und Recluse zusammen sind halt richtig gut. Ja. Denn Dangers, Das sind so die Standard-Danger. Wir haben uns entschieden, 3 mehr zu spielen. Und zwar Chupacabra, Bigfoot und Thunderbird. Den haben wir erst kurz vorher geaddet. Aber das ist halt insane gegen Decks wie Salamangreat, wenn du einen Backrush spielen musst. Der spielt einen Baguska. Und das ist halt der beste Danger nach den guten 3. Ja, Wir wollten halt keinen Mothman spielen, weil wir wollen dem Gegner keine Handtrips geben. Okay. Ja. Und die Dangers würdet ihr auch genauso nochmal spielen oder was cutten? Vielleicht noch einen dazunehmen. Einen dazunehmen, okay. Krass. Aber wir wissen noch nicht, was wir jetzt. Ja. Und dann zu guter Letzt 3-Second-Slide. 3-Second-Slide, ja, das denke ich Standard. Ja. Brauchen wir nichts zu sagen. Gut. Ja, es gibt halt 2 Varianten. Die eine, die Sekka spielt und die andere, wo halt auf die Epic-Combo geht. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Extra Deck. Das Extra Deck ist eigentlich super Standard bei uns. Ja. Das ist eine Karte. Ich spiele Magius für die Crusadias, Lambda. Den haben wir über Beatcop gespielt, weil Light ist. Das kommt mittlerweile recht häufig vor in unserem Bild, weil wir viele Light spielen, dass man mit Levianer auch Reborn, dass man halt das volle Feld mit Doppel-Koloss enden kann. Mhm. Und weil er halt auch einen Effekt hat, ist halt ziemlich gut, weil wir Boarsword spielen und Gamma halt im Side. Denn die Babyguard Dragons, hier brauchen wir gar nichts zu sagen. Muss man halt spielen. Ja. Magie spielt nur einen, aber durch den Red Eyes brauchst du 2, weil du durch 2 easy mit Draw durchkommst. Ja, das ist alles Standard. Und wir haben uns halt entschieden, Boarsword über Unicorp zu spielen, weil gegen Salamangreat, selbst in der Nacht, das Board clearst und mit deinen Board-Setups haben die meistens so ein Graveyard-Advantage, dass die dich einfach überrennen. Mhm. Und du musst die dann quasi killen. Alles klar. Weil es nicht mal Ziel und die komplette Combo hilft dann. Ja. Gut, dann weiter zum Side-Deck. Seitdem haben wir uns entschieden, 3 Pranker-Tops zu spielen, gegen die ganzen Rogue-Decks, Draco-Decks, Neuromatch, einfach generell grundab solide. Wahrscheinlich eine der besten Seitdeck-Karten überhaupt. Super generic. Ja. Auch Going First gegen Rogue-Decks mit Saruja-Special und weitere Interruption haben. Ja.
Und Late Game mit Levianer wiederbeleben ist auch insane. Und dann haben wir uns für Draw and Lockpick für die Mirror Match Entrap entschieden, über Gnome Material und die anderen, weil die halt auch gut ist, wenn du Going First gehst. Weil wenn der Gegner dich drawlt, ist es wie Max C's gefühlt. Musst du quasi zurückdrawlen, um irgendwie im Spiel zu bleiben. Wart ihr zufrieden mit der Entscheidung von Draw? Ja, war sehr insane, aber die ist halt nur im Mirror Match zu gebrauchen. Ja, für dich auch in Ordnung gewesen, die Karte? Ich habe keine Mirror Matches gehabt. Ich hatte viel Orcus. Ja. Da hätte ich mir eine andere Karte gewünscht, aber wir dachten eigentlich, wir sind nicht davon ausgegangen, dass viel Orcus da ist. Ja. Wir dachten eigentlich, dass Salamangreate und Wanda die meisten späten Decks sind. Okay. Man könnte vielleicht auch noch Ghostwalker spielen, weil der Grund auf gegen mehrere Matchups geht. Ja. Und im Mirror Match ist ja auch insane, wenn du da die Guard Dragon siehst, ist an der richtigen Stelle. Ja. Dann haben wir einfach Gamma noch gespielt, das ist die Handtrap mit dem heißen Ceiling. Die Power und Ende Fallen mit Lambda, das ist insane. Mhm. Haben heute nicht ab, aber Kamscha, da kann die halt gegen fast jedes Matchup so. Naja, klar. Absolut saustark, ja. Dann spielen wir zwei Eradicator, das waren ursprünglich Spellcancellor. Mhm. Aber weil sich das Format geswiftet hat von vielen Spelldecks, wie Striker, auch in jede Menge Trap-Decks, ist sie halt flexibler, die kannst du halt gegen mehrere Matchups sein. Und das ist halt das Wichtigste, dass du für Striker keinen extra Slot opfern musst, der auch einfach nur tot ist gegen alles andere. Ja. Und die selbst going second-seitig hier reingehen, die Trap-Decks, weil meistens reicht es, wenn du einen Levianer beschwörst, die übernehmen den vielleicht mit Crackdown oder irgendwas, kriegst du immer Dark aus, wenn es kein Problem. Alles klar, ja. Und dann halt zum Schluss Reboot. Gut, ja. Vor allem mit Bossort, Access, Easy Kills. Ja, klar. Gut, habt ihr abschließend noch irgendwas zu sagen? Ja, ein Shoutout an Team Freilos auf jeden Fall. Attention, ja. Dragon Ball Players, the top 16 players, if you can go to the headshot, buy the pairings. Also schaut auch mal auf dem Channel mit Yo-Player vorbei. Kommt normalerweise die Deckenfiles von Team Freilos. Ja, Shoutout an den Mardi, der heute nicht ganz so performt hat, wie er es gewohnt ist. Alles klar. Gut, Jungs, dann vielen Dank für das Deckprofil und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.